Ja, hallo, herzlich willkommen hier, Let's Play Mordheim mit mir Elo. Und nachdem ich mich jetzt, naja, so ein bisschen aufgeregt habe, habe ich jetzt einfach auch mal seltener genommen. Ich probiere das mal nicht so lame zu spielen. Die Betonung liegt hier ganz klar auf, ich versuche. Okay, Blinding Light, das scheint irgendwie jemanden zu blenden. Sie ist Caster, okay, ja. So, mein Caster fängt an, dann irgendwie ganz viele Bogenschützen. Prinzipiell bin ich auf alle Fälle verteilt in und um die Kirche drumherum und auf der anderen Seite auch noch. Okay, ich habe noch nicht so ganz raus, wie die Regeln dafür sind, dass man hier immer so rumsteht. Und deswegen, ich weiß gar nicht, wenn wir hier irgendwo reinhuschen. Hier kann man auf die Balustrade. Was ja prinzipiell auf alle Fälle nicht schlecht wäre. Aber, schlecht wäre bestimmt auch nicht, beim Rest zu bleiben. Wie zum Beispiel da vorne. Das sind doch meine, oder? Ja. Nee, achso, okay, ist auch wieder nur so ein Nahkampfding. So. Ist jetzt erstmal nichts zu sehen. Ich bin nicht gerade durch den Dings durchgelaufen. Okay, irgendwie unterirdisch oder sind meine unterirdisch? Ich sehe schon böse aus. Muss man ja mal so sagen. Okay, das ist auf alle Fälle meiner. Okay, also ich bin irgendwie unterirdisch teilweise. Ich habe nicht so richtig eine Ahnung, wie man da hochkommt. Okay, da vorne scheint jemand zu sein. Ja, da läuft jemand. Das ist ein Zauberer, würde ich sagen. Sieht zumindest so aus. So, wie kommt man da jetzt hin? Ich will hier klettern. Ja, hier ist der Garten zu Ende, ja. Okay. Nutzen uns das ja gar nicht so richtig, dass wir hier rein sind. Die Tür kommen wir auch nicht. Wenn wir wieder zurück, gehen dann alle wieder raus. Und irgendwo muss ja der Eingang in die Kanalisation sein. Vermute ich zumindest mal. Aber dass ich jetzt hier nicht so viele Fallen auslöse. Ja, war klar. Okay, sein Magier hat einen Bogen hier. Ja? Einen Bogen, okay. Okay, die Falle haben wir ausgelöst. Ich komme nicht ran. Ich komme nicht bis ran. Ich krieg die Krise. Natürlich sonst bei dem Magier relativ gegangen. Wir sind jetzt die, die auf der Seite sind. Aber auch nicht wirklich was zu sehen, vor allem sind die Tore irgendwie zu. Hier müssten ja die anderen kommen.
Ja, Sind seine ganzen Typen in der Kanalisation? Kann natürlich sein, aber... Okay, dann würde ich sagen, stellen wir uns irgendwie mal was, macht einen Courage. Naja, das brauchen wir nicht. Nehmen wir hier auch mal die Overwatch Stance und... keine Ahnung. Bin ich auch schon wieder dran. Nur durch die Tür sind wir ja nicht durchgekommen. Naja, muss man fragen hier. Die Richtung. Soll das nicht irgendwo zu sehen sein, wo man in die Kanalisation wechseln kann? Ich habe von ihm noch gar keine gesehen. Dann habe ich jetzt auch ein bisschen... helfen, wenn man die Karte besser kennen würde. Man kann von hier aus einfach das Schloss sehen, gefühlt. Okay, man kommt im Schloss raus. Ist das jetzt richtig sehr? Und natürlich auch noch genau auf der anderen Seite. Jetzt kommt sein Oberin. Und geht da auch in die Ambush Stance. Echt alle da unten, ja. Wahrscheinlich sind die alle in der Kirche. Und mein Ogrin und der Dings sind abgeschnitten. Und... hier geht's auch nirgendwo lang. Boah, richtig Glück gehabt mit dem... Auswürfeln, wo man startet. Ist ja unglaublich. Ja, die sind einfach in der Kirche. Was ist denn da oben rum? Ja, das ist natürlich ein bisschen mies, sag ich mal. Dass er mit seinen Bogies da auf erhöhter Position steht. Und vor allem, dass ich hier keinen Weg reinfinde, vernünftig.
an. 38 bis 48. Von hier könnten wir Waffe wechseln. Und dann noch schießen. Das ist nur die Frage, ob wir... hinkriegen, darauf zu schießen. Prozent. Oh Mann, 44, das war doch ganz gut, denke ich. Weil der... der oben steht ja auf Ambush Mode. Okay, kommen aber noch mehr von den Typen, ja. Auch zwei Handguns in der Hand. Ah, die machen ganz gut Schaden. Und das ist der da oben. Ist ja jetzt die Frage, ob man da hochkommt. Nee, kommt man wahrscheinlich nicht, weil der da oben steht, ja. Weil der den... den... okay, ist die falsche Richtung. Den Spawn sozusagen beschützt oder den Aufstiegspunkt. Können wir ja auch nur weiterhin in Ambush Stance stehen. Wir könnten im Notfall hier noch weiter um die Ecke gehen. Noch einer. Das ist halt, was ich schon habe, ja. Das ist halt auch nichts so wirklich gegen machen. Kommt bestimmt gleich. Kommen noch zwei. Ja, da kommt der Bogi noch dazu. Ja, das ist in der Kirche. Da hat man den Sarg gesehen. Jetzt vorzustürmen ist auch blöd, weil sein Ogre natürlich in Ambush-Sims steht. Können wir uns höchstens aber in die nächste Ecke zurückziehen, bringt halt auch nichts. Und dann kommt jetzt noch sein Held wahrscheinlich und er schießt auch nochmal. Anders, oder? Hab ich gerade einen Overwatch-Shot abgegeben? Bin mir nicht sicher. Mein Ohren hat es ganz schön... Ist das der Ohren? Nee. Das ist der. Den hat es natürlich ganz schön zur... Vercht. Okay, da kommt der Overwatch-Shot von da oben. Das ist natürlich nicht doll, aber trotzdem. Ich sehe den noch nicht mal. Hier war der Eingang für die Kirche. Da müssen wir jetzt hin. Der einzige Eingang, der ist der Kirche ist irgendwie zu. Okay, ich hab geschossen. Okay, die oben nochmal. Aber wo ist denn der? Da ist doch auf alle Fälle einer. Da hinten auch.
So, sein Magier. Schießt jetzt auch wieder mit Pfeil und Bogen wieder auf den Ogren, vermute ich. Ja, und was mache ich mit meinem Ogren? Ich kann eigentlich nur zu gehen. Also nicht auf den Ogren geschossen. Jetzt. Naja, ich glaube, dafür hat er keine. Schießt auf den anderen. Und ja, im Prinzip nicht wirklich viel machen. In den Ambush-Stance gehen und seinen weiter zurückhalten und sterben. Ich könnte delayen und sterben. Ich könnte zurückgehen und sterben. Ich meine, nicht mal hier ist eine Tür, was man machen kann. Und auf den da oben schießen, der natürlich ein Overwatch ist. Ich kann nicht auf den da oben schießen. Der ja noch nicht mal. Verdammt. Da oben zu spielen nutzt mir eigentlich gar nichts. Sieht lächerlich aus, wie der Pfeil da nach oben fliegt. So schräg. Sein Ogren. Traut er sich ran? Ja. Falle, 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 Falle. Sein Ogren will mein Dings umbringen. Krass. Das ist nicht in Reichweite, ja. Immer noch da irgendwo in der Kirche. Umherstehend. Und ich immer noch auf der Suche nach einem vernünftigen Eingang.
Richtung. Das war der erste Aufstiegspunkt, den kommen wir aber nicht ran. Mehr Hochkletter, irgendwas Punkte sind nicht. Nö. Hier an den Außen hoch zu klettern, aber okay, er bleibt im Overwatch. So, Zielschild geklappt, aber ich bin gestunt und habe noch kann nicht aus dem Kampf rausgehen, ne? Weil irgendwie Binding Light oder was auch immer. Wahrscheinlich angreifen, aber naja gut, ich meine. Besser als kein Schaden. Stance, da wollen wir natürlich nichts mehr zu tun haben. Ja, das war ja abzusehen. Die waren aber auch blöd hier unten eingekesselt. Und der andere geht gleich noch mit hops. Vermute ich mal. Fühlt immer richtig Glück mit der Aufstellung. Mal lustig, wie das Chaos-Bild da blinkt, das Chaos-Emblem. Jetzt machen wir einen Overwatch-Shot. Ja, irgendwie was gebracht. Vermutlich eher nicht. Eher ist das gewesen, ne? Muskete. Ein Armbrustschuss zurück. Okay, Runde 3. Gut. Folge ist dann erstmal rum. Gucken wir mal, ob wir den Ausfall des Obens jetzt irgendwie noch kompensiert bekommen. Schönen Dank fürs Zuschauen. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.